Ah ja, schön am Kamin zu stehen und die Welt genießen, das ist wunderbar. Wir machen heute mal ein Let's Show, weil das schon so oft angefragt worden ist, ob wir denn mal Drakengard zeigen, ob wir denn mal die Welt zeigen, ob wir mal überhaupt was zeigen, anstatt zu bauen. Das machen wir mal. Ich befinde mich gerade in der Zitadelle von Drakengard, meiner Hütte. Wir haben 1.6.6 installiert, wie ihr schon auf dem Tisch seht, beziehungsweise wie wir oben links sehen, da es nicht mehr angezeigt wird im Ingame. Die Karten, die gibt es jetzt auch schon. Wir sind hier einmal komplett Drakengard abgegangen. So sieht das toll, die tolle Stadt aus. Für mich ist die Zoom-Stufe etwas zu niedrig. Ich habe wohl schon gesehen, man kann mit NBT-Edit den Zoom ändern, aber das ändert nichts an der Map an sich, leider. Egal. Das hier ist Drakengard. Wir befinden uns gerade oben in der Zitadelle. Wir werden heute mal anfangen mit einem Let's Show. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Wir gehen einfach alles mal in Ruhe ab. Wir beginnen am besten mal, indem wir hier einfach mal aus der Zitadelle rausrennen. Wer noch nicht weiß, was die Zitadelle ist oder wie sie aussieht, es gibt eine MeinTV-Crips-Folge, die wir am besten auch mal verlinken. Seht sie euch an. Es ist eine zweiteilige Folge. Dann wisst ihr, wo ich ungefähr bin. Und ja. Oh, hier ist eine Blume. Wie ihr schon seht... der Real Goran ist auch wieder dabei. Alles klar. Wie ihr seht, seit 1.6.6 gibt es Gras. Mit Knochenmehl kann man das sogar wachsen lassen. Ich werfe mal die Blume hier in der Ecke oder setze sie mal hin. So. Wir fangen jetzt einfach mal an, rennen aus der Zitadelle raus und zeigen einfach mal so ein bisschen von der Welt. Also hier die Zitadelle bzw. Real Gorans Tower, da werden wir nicht unbedingt drauf eingehen, weil wir das ja schon in der Crips-Folge gemacht haben. Dafür gucken wir uns aber mal einfach so die Stadtteile an. Ja, und schauen einfach mal, was uns hier alles begegnet. So, wir gehen jetzt einfach mal runter zum Triumphbogen. Ihr kennt ja Triumphbögen, die haben eigentlich immer nur einen Bogen. Wir haben einen vierteiligen Triumphbogen. Das ist mehr ein Triumph... ja, eine Kreuzung mit Überdachung. Soll einen Triumphbogen darstellen. Wer was anderes da rein interpretiert, von mir aus. Das hier ist unser Triumphbogen. Ich guck mal kurz auf die Karte. Also wir sind jetzt hier schon einige Meter gerannt. Vor uns ist jetzt so ein kleiner Platz. Das ist der Smaragdplatz. Der befindet sich, wenn man durch den Triumphbogen geht, etwas weiter links. Rechts daneben ist die Kirche und die schauen wir uns direkt einmal an. So. Ja, ich komme ja schon. Also das hier vorne ist die Kirche. Die werden wir uns mal ansehen. Gegenüber davon ist der Smaragdplatz. Da haben wir einfach nur einen Brunnen hingesetzt. Ganz normal. Hier ist so ein kleiner Versammlungsplatz für die Gemeinde, für die Freunde, zum Treffen. Ist ein öffentliches Gebäude, da kann jeder rein. So sieht es aus, das ist jetzt keine Kathedrale oder so, das fanden wir so ein bisschen zu klobig. Das ist die Parochialkirche, jetzt nicht, weil sie aus Berlin kommt, sondern das ist ja auch ein Wort für die Hauptkirche der Gemeinde. Also hier versammelt sich das Christentum von Drakengard, also wir machen hier so ein bisschen nicht so auf Fantasy-Götter und so, obwohl vielleicht auch, aber das Kreuz hier ist eigentlich schon vertreten. So, hier hinten sieht man schon so einen Creeper-Kopf, den hat, die ganze Kirche übrigens hat Real Goran auch entworfen und gebaut hauptsächlich. Ich habe, glaube ich, einfach nur vorne mal einen Baum gepflanzt. Das war dann meine Beteiligung daran. Gut, während er hier predigt, zeige ich mal, hier links ist eine, ja, Krippe, was auch immer. Und es gibt natürlich für die Priester kleine Aufenthaltsräume, links einmal... und auf der anderen Seite. Hey, der predigt ja wirklich. Hier dasselbe, eigentlich nur gespiegelt. Mit einem Stuhl, mit einer Kiste, mit nichts drin. Einfach nur ein bisschen glaubwürdiger alles machen. Dann hier das Taufbecken. Nein, kein Geheimgang drin. Das
ist in anderen Kirchen vorhanden. Ja, dann haben wir noch weiter hinten zwei Türen, einmal hier und einmal auch auf der anderen Seite. Das führt, ja komm, geh hoch. Das führt in die Türme, die wir eben von außen gesehen haben. Und ins Dachgeschoss, also hier ist der Turm, da kann man nicht weiter hoch, da kommt nur Licht rein. Man kann dann hier schön rausgucken, hier schön reingucken. Hier geht es dann auch wieder runter. Hier ist ein kleiner Gang, um auch mal die Fenster hier ja, zu begutachten. Also runtergucken kann man nicht so. Aber der andere Gang, der hat was Tolles, denn da führt eine Treppe in den Glockenturm. Rennen wir mal kurz hoch. Und da sind wir auch schon hier mit Goldstone, eine Glocke imitiert. Und hier eine fabelhafte Aussicht auf, ja, was sehen wir eigentlich? Auf den Friedhof, da gehen wir, ich glaube, aber in einer späteren Folge mal hin. Dann da hinten die Arena, sehen wir auch alles noch. Eine Statue, hier sind unbebaute Grundstücke. Und wie ihr da unten vielleicht auch schon seht, wir waren fleißig mit Knochenmehl dabei, ein bisschen Gras zu säen. So, also hier kommen noch wirklich ein paar Gebäude hin, denke ich mal. Sonst sieht es zu leer aus. So, rennen wir mal wieder runter. Ja, das war unsere Kirche in Drakengard. Kleines, schmuckes Gebäude, aber wir gehen jetzt, denke ich mal, hier lang. An Rigorans Turm vorbei. Viele haben sich auch schon gefragt, wo wir am Anfang in den ersten Folgen die Bäckerei gebaut haben und in dem Pub übernachtet haben, wie das überhaupt da drin aussieht, beziehungsweise im ersten Stock. Wir gehen da einfach mal hin. Ich weiß gar nicht mal, ob wir da jetzt die Betten schon rausgebaut haben oder ob die noch immer da drin stehen. Auf jeden Fall ist das erste Stockwerk immer noch oder immer noch normal, in dem Fall mit Tischen, besät. Diese Stelle müsste eigentlich den meisten von euch bekannt vorkommen. Oh, Telefon. Das heißt, ich pausiere mal kurz. Okay, hat aufgehört. Alles klar. So, ja, hier wieder die Zitadelle. Da hinten die Slime-Vollstrecker-Gilde. Die kennt jeder von euch, hoffe ich. Wenn nicht, Video angucken, wie wir sie gebaut haben. Dieser Turm, der ist neu. Das sind unsere sogenannten Wettertürme. Es ist ja so, dass wir seit Version 1.5 das Schneezeugs vom Himmel regnen lassen können. Oder zufällig. Ist natürlich toll. Wir sind hier leider auf einer Map, die wurde schon lange davor erstellt. Im Februar, glaube ich. Anfang Februar. Und da gab es halt diese Wetterbiomes noch nicht, dass es schneit. So, jetzt sind wir hier in der Tundra, laut Plugin. Nee, warte, ohne Punkt. In der Taiga, okay. Aber hier schneit es auch. Das ist natürlich blöd, weil hier immer mal wieder das weiße Zeug vom Himmel fällt. Wir können es mit Admin-Befehlen wieder tauen. Seit Version 1.6, böser Notch, regeneriert sich Eis. Auch wenn da nichts ist. Wenn man in der Schneeregion ist, haben wir Eis da drauf. Das ist richtig blöd, finde ich. Denn unser ganzer Hafen friert zu, unsere Abwehrgräben frieren zu. Der ganze See vor der Zitadelle ist zugefroren. Also da müssen wir mal gucken, ob es irgendwann mal ein Plugin gibt für Bucket, wo man zumindest die Vermehrung von Eis aufhalten kann, damit man das wieder freischaufeln kann und das dann wieder schön aussieht, weil so geht das nicht. So, mal kurz runtergerannt. Oh, wie lang ist der? Da, so. Wo ist er hin? Ah, da. Er schleicht schon wieder. So, das kennt hier jeder von euch. Da zeige ich jetzt nur noch mal das Pub. Von innen, also hier die Slime-Vollstrecker-Gilde, kennt die, ja, ich hoffe jeder. Zum Nordhorn, Bierschenke. Wir befinden uns jetzt übrigens auf der Karte hier vorne, ganz oben rechts in Drakengard. Die Windrichtungen sind auch nicht ganz original, wie es überhaupt ist in Minecraft, auf der Karte sowieso nicht, aber wir haben das jetzt erstmal so festgelegt. Vielleicht ändern wir einfach nochmal die ganzen Tornamen, aber bis jetzt ist es hier am Nordtor. So, hier ist es natürlich 24/7 geöffnet und man kann reinkommen und dann rausgucken.
Wir gehen einfach mal rein. Gut, hier stehen noch eine Truhe von bestimmten Kämpfen. Ja, das untere Geschoss wird hier alles noch bestückt mit Tischen und hier die Schenke. Die Biertheke wird auch noch ein bisschen bearbeitet, aber das Obergeschoss ist fertig. Mit orangenen Tischdecken haben wir hier reichlich Platz. Ich finde das Bullaugenfenster schön. Und ja, sonst kann man eigentlich hier nicht viel zu sagen. Ist so ein klassisches Lokal ohne Küche. Hier gibt es nur Bier. Frisch vom Hahn, direkt an der Theke. Jetzt wird es auch schon Nacht. Das heißt, wir werden uns in der Slime-Gilde zu Bette legen. Und in der nächsten Folge... Ja, guck mal, ich kann Gedanken lesen. Und in der nächsten Folge bestaunen wir dann... Ja, gehen wir wieder Richtung Kirche, bestaunen dann die Arena zum Beispiel. Und solche Sachen. Also da gucken wir einfach mal, was wir da alles haben. Also wir haben jetzt ungefähr oben rechts den kleinen Klecks von Drakengard sind wir abgegangen. Der Maßstab ist relativ klein, wie ich schon gesagt hatte. Wenn man mal unten, ganz unten links in den Handelshafen guckt, da seht ihr drei Pixel. Das ist ein ellenlanges Schiff, unser japanisches Handelsschiff, was man vielleicht in einem Drakengard-Trailer schon gesehen hat. Das wird hier nur als drei Pixel angezeigt. Ist für mich ein bisschen winzig, aber was soll man machen? Hochgerannt, ins Bettchen gelegt und bis zum nächsten Mal.